Herzlich willkommen zur 177. Folge Pyron mit dem Felix. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Das große Problem war ja jetzt hier Mangel an Flüssigkeit, hä? Nee. Nicht genug Kohlegas, hä? Moment. Warum Kohlegas? Weil... Hä? Mal ein Schweröl. Dir mangelt es auch irgendwie an allem, ne? Vielleicht, weil hier jemand das falsche Rezept ausgewählt hat? Nee, das kann definitiv nicht der Fall sein. Das hast ja schließlich du gemacht, als wenn du das falsche Rezept reinpackst. Okay, Kohleglas und Schwerte sieht tatsächlich relativ gleich aus. Schweröl ist vollkommen in Ordnung, weil Schweröl, da fehlt es an Öl. Öl kommt nicht, weil nicht genug Teer kommt. Teer kommt nicht. Weil ist so. Teer kommt von hier oben theoretisch. Teer kommt nicht, weil Kohle voll ist. Kohle kann nicht verarbeitet werden. Alles ausreden. Weil Koks voll ist. Koks kommt nicht, weil wir zu viel Dampf haben. Denkst du, das ist ja wirklich der Fall? Ja. Und deswegen wird auch nicht genug Methan verbraucht. Okay, das heißt, ich brauche jetzt die Kühltürme. Die Kühltürme fliegen. Die beiden, die dir fehlen. Das glaube ich nicht. Doch, ich habe dir gecraftet. Okay, dann fehlen wieder welche, aber so sieht's auch. Das kannst du schon besser. Hast du die anderen Kühltürme auch gerade? Ja.
Die Umweltverschmutzung sieht actually richtig gut aus. Ah, warte mal, ich gucke gleich mal. Du machst 500 Dampf. 500 Dampf geteilt durch 3, das heißt pro Sekunde 166 Dampf. 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12, 16. Mal 16. 2666. Du machst 100. Zwei, drei. Dieser Fakt, dass es so viele Rezepte gibt, wo du Ressourcen aus dem Nichts erzeugst, ist auch irgendwie so lala. Weil du kannst echt ganz schön viele Ressourcen, vor allem Eisen, aus Wasser erzeugen. Und Wasser hast du unendlich. Ja. Aber das ist auch so nervig eigentlich. Eigentlich müssten wir bis zu diesen Zubehörpaketen, aber auf jeden Fall mindestens bis Chemie jetzt schon vorbereiten, dass wir wenigstens ein bisschen Chemiepakete gemacht haben, dass wir die meisten Erzsachen wenigstens auf Processing 3 haben. Okay. Naja, wenn ich mir das so angucke, dürfen wir dann die Sachen eh wieder innerhalb vermutlich von 30, 40 Folgen wieder umbauen. Das kann durchaus sein, ja. Das ist der einzige Vorteil, den du eventuell haben könntest bei deiner Anlage, dass du mit Öl schon ein extrem gutes, was vermutlich zwar verbuggt, aber extrem gutes Flüssigkeitsgedöns hast, was recht hohe Temperatur hat. Das ist halt schon ein echt großer Vorteil.
das kann durchaus sein. So, das ist umgebaut. Die Dioline ist auch drinne, die fehlt. Die Kühltürme müssten reichen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zehn, zwanzig. Ja, es sieht zumindest aktuell hier gar nicht so schlecht aus. Also er sagt zwar da unten noch, wir brauchen noch massiv viele Roboter. Ja, aber es liegt am Schienenstreckenbau. Ja, das ist ja vollkommen egal erstmal. Also ich sehe so zwei Optionen, die wir streckenweise haben, an gewissen Punkten. Wir haben ja das Problem, dass wir noch relativ viele Forschungen im Nachhinein bekommen, sei es jetzt bei Ärzten und so weiter und so fort. Aber hauptsächlich jetzt erstmal auf Ärzte bezogen. Ich denke, es ist am sinnvollsten fast zu sagen, wir setzen jedes Erz in einen einzelnen Block. Ja, definitiv. Moin, Olli. Ja, definitiv. Gut, ich muss jetzt erstmal halt das hier hinbekommen, dass jetzt irgendwann endlich mal hier die ganzen Kühltürme und all sowas angekommen sind. Ja. Weil dann kann ich halt jetzt erst sagen, ob es jetzt dann hier reicht oder ob es nicht reicht. Das ist ja das, was das da hochbringt und das geht in die Basis. Wobei es halt jetzt aktuell im Moment. Das ist auch immer sehr interessant bei unserer Basis. Es gibt Momente, wo unser Kupfer wirklich viel zu wenig ist. Und dann gibt es so Momente wie jetzt, wo die Hälfte vom Kupferband einfach steht.
Das ist auch Okay. irgendwie ganz, ganz interessant. Ja. Aber wo bleiben denn die ganzen Dinger hier? Gute Frage, nächste Frage. Haben wir die Möglichkeit, Pumpen oder sowas zu bauen? Welche Art von Pumpen meinst du jetzt? Du meinst die Pumpen, Pumpen. normalen Pumpen? In der Gibt Theorie die her, hier? ja. Wo sind die denn? Die sind bei Liquid und da musst du ungefähr eine Dreiviertelstunde nach unten scrollen, dann kommen die. Ah, okay. Da, Pumpe, Pumpe. Haben wir die schon mal irgendwo gebaut gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Schlecht, weil ich müsste mir mal irgendwo eine Pumpe kopieren. Ah ja, sehr gut. Hast du? Hat er. Jetzt ist nämlich das Wasser hier überall voll. Du verbrauchst 500 Wasser, machst daraus 500 Dampf. Was hältst du für wichtiger, Leiterplatten oder kleine Teile? Kleine Teile sind deutlich einfacher, also hätte ich fast gesagt die, oder? Inwiefern? Ja, als erstes von den beiden Sachen zu machen, das sind ja die Hauptsachen, die wir für alles brauchen, so ungefähr. Abgesehen von Strom. Um zu wissen, welche Schmelze man als erstes ersetzt, meine ich jetzt deshalb. Aber es wird sowieso, glaube ich, auf Eisen und Kupfer hinauslaufen. Hauptsächlich. Ja, definitiv. Und Stahl halt, ne? Das ist ja aber klar. Wobei wir Stahl, glaube ich, gar nicht so viel brauchen. Verhältnismäßig. Du brauchst es für Roboter. Und dann brauchst du es halt so für ein, zwei Maschinen zum Craften. Und dann halt für Munition. Aber sonst brauchen wir es ja aktuell gar nicht. Aber bei unserer Basis besteht ja sowieso nur aus ein, zwei Maschinen bauen und sonst gar nichts. Wenn ich jetzt da die Pumpen rausnehme, also die Förderergeschichten, dann sollte sich das Wasser jetzt ja irgendwann auf 80% hier einpendeln. Also ich habe jetzt noch einiges an Roboports gebaut, die sollten erstmal für einige Zeit reichen. Es sind jetzt 31 hier oben drinne. Ja, wie viel braucht man? Ja, gut. Ja, es reicht für einen Schienenblueprint, aber wo wollen wir erstmal noch einen Schienenblueprint hinsetzen? Wird Zeit dann nicht so schnell passieren, glaube ich. Außer eventuell nach oben, dann müssen wir auch nochmal 30 Nester wegmachen. 52 brauchen wir für einen Blueprint. Oh.
Ja, aber der Blue Ruin da unten ist ja fast fertig. Richtig. Da fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, würde ich jetzt mal Jetzt behaupten. werden so Und dann ist da. 25 oder so übrig bleiben. So, du läufst nicht, weil zu viel Dampf, du läufst nicht, weil immer noch zu viel Dampf. Das liegt aber jetzt im Moment gerade daran, dass der Dampf nicht verarbeitet werden kann aufgrund des Faktes, dass wir noch immer noch zu viel Wasser drin haben. Ja. Wir sollten übrigens überlegen, ob wir Jarme oder sowas noch mit reinnehmen. Und Okay. eventuell eine To-Do-List. Naja, es wäre halt schon hilfreich bei einigen Erzfeldern. Ohne es per Hand abschätzen zu müssen, zu wissen, wie lange das noch dauert, bis die einigermaßen weg sind. Richtig, dann würde ich sagen, erstmal hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.